Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Schild. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann sehe ich da vorne schon die Arena von der Stadt, dessen Namen ich leider schon wieder vergessen habe. Ist schon wieder ein bisschen zu lange her. Ja, ich weiß. Aber egal, dennoch können wir uns heute höchstwahrscheinlich den ersten Arena-Orden sichern. Und ich bin endlich froh, dass wir das heute schaffen können. Gut, aber zuerst mal den Baum schütteln, denn da sind wieder ein paar leckere Bärchen oben. Und ich hoffe mal nicht, dass wieder beim ersten Mal ein Vieh runterkommt. Nee, zum Glück nicht. Eine Sindelbeere und eine Amarena-Beere purzeln herunter. Soll ich es wirklich riskieren? Ja, komm. Okay, alles gut gegangen. Und wieder eine Amarena-Beere und wieder auch eine Sindelbeere. Ey, gibt's doch was anderes als die beiden? Komm. Ich erwarte mir ziemlich viel. Oh, Pirsifbeere. Ja, danke, genau. Gut, ich höre auf. Dreimal ist schon mehr als genug. Nice. Und ich glaube, es gibt aber hier dennoch noch... Hey, da ist ein Pikachu, glaube ich. Nice. Und was? Was? Oh nee, das... Ich dachte jetzt gerade echt, das wäre ein Pikachu. Dabei ist das nur ein Kind mit einem... Mein Pikachu-Kostüm sieht total echt aus, oder? No joke, ich bin gerade echt drauf reingefallen. Alter, das ist peinlich. Können wir da bitte nochmal zurückspulen? Das hat niemand gesehen. Pokekind Ryan fordert dich heraus. Wahrscheinlich wird er auch mit dem Pikachu kämpfen, vermute ich mal, oder? Ja, sicher ist doch so. Ey, ist so logisch sogar. Na gut, ich nehme die Herausforderung an. Elektro-Pokémon, ich glaube, das ist sogar Wasser ganz effektiv. Schauen wir mal. Ja, okay, also ist jetzt kein kritischer Treffer, aber sei es drum. Hauptsache besiegt mir den ersten Schlag. Und Grabbit holt sich gleich direkt ein Level up. Aber ich glaube, mit unserem Team sind wir deshalb generell gerade ganz gut dabei. Dennoch würde ich mir noch so ein Feen-Pokémon wünschen, weil die sind meistens immer ziemlich stark. Ich hoffe, mein Wunsch geht noch in Erfüllung oder keine Ahnung, welche Feen-Pokémon... Oh, warte, was kommt? Oh Gott, was ist das? Ein Frizzleblitz. Okay, das kenne ich sogar irgendwoher. Ist, glaube ich, kein neues. Ich weiß nicht wieso, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Na egal, und Farbe Grün heißt doch normalerweise Pflanze. Ich probiere es mal aus. Okay, ist jetzt ruckzuck hier bein. Da muss es sich schon was Besseres einfallen lassen. Und es ist direkt wieder One-Hit. Ja, moin. Nehme ich Danken an, hier glitzert sogar ein bisschen. Oh, da ist schon wieder... Das ist ein Evoli! Das hole ich mir, das hole ich mir. Das darf ich jetzt nicht one-hitten. Evoli, du gehörst mir, das sage ich dir. Also, das lasse ich nicht davon. Aber wie soll ich es besiegen? Ich fange mal mit einem Klaps an. Okay, das geht sogar ganz gut. Sandwirbel. Und ich bin schon wieder ein Vollidiot gewesen. Mir fällt gerade ein, ich habe einen verdammten Ball, der was für einen Anfang ganz gut ist. Aber ganz egal, was es ist, Evoli hole ich mir auf jeden Fall. Das töte ich safe nicht. Und ich glaube, der nächste Hitte könnte es leider schon entscheiden. Deswegen riskiere ich es jetzt nicht und Pokéball. Netzball, nee, Heilball, Superball wäre noch möglich. Ich probiere es mal mit einem Heilball. Dann kann ich es gleich direkt ins Team mit aufnehmen. Komm, bleib drin. Sei brav. Nein! Alter, ruckzuck, zieht 8 ab. Der muss ordentlich was drauf haben. Okay, Superball, keine Gnade mehr. Also Gnade schon, indem ich es nicht töte, aber... Also töte, besiege in dem Fall. Wir sind bei einem Pokémon-Spiel, da ist töten falsches Wort. Und jetzt bleibt's drin. Nice. Ganz egal, wie schwach es ist, ich werde es auf jeden Fall ins Team aufnehmen. Oh mein Gott, ich habe auf dem Evoli so lange gewartet jetzt. Ich hatte schon gehofft, dass wir es vielleicht in der Naturzone treffen, aber nee, da wurde ich enttäuscht. Gut, jetzt muss ich noch überlegen, welches ich austausche. Ja, okay, ein Fleckno, logischerweise. Das habe ich, glaube ich, sowieso versehentlich letztens ins Team aufgenommen. Nice. Gut. Hier unten hat es auch noch geglitzert, wenn ich mich vorher nicht getäuscht habe. Okay, ich habe mich getäuscht und da kommt wieder ein drei Nestbälle. Okay. Da sehe ich ein Pumpkin, wenn mich nicht alles täuscht. Ich greife es gleich mal direkt an. Oder ist das...
Nee, das ist ein Hokomil. Also, wenn ich keine Ahnung habe, dann sollte ich einfach mal den Mund halten. Das muss ich auch so sagen. Level 13, okay, du bist nichts für mich. Obwohl schon in irgendeiner gewissen Art und Weise ein bisschen interessant aussieht. Aber nee, es ist direkt One-Hit. Damit können wir nichts anfangen. Hey, nee, war Blödsinn, das ist doch ein Pumpkin. Ihr bist dich voll Idiot. Pumpkin ist die Weiterentwicklung. Ach Mann. Und ja, ich habe Pokémon X gesuchtet wie ohne Ende. Und da ist immer so ein leichter Fehler. Ach, come on. Jetzt habe ich aufs Level wieder nicht geguckt. Ja, moin, Level 15 könnte man fangen, aber... Ach, Konfusstrahl, ja, danke schön. Das ist, glaube ich, effektiv sogar. Verwirrt, danke schön. Ja, komm, ich glaube, das fange ich auch gleich direkt. Mit einem... Was ist ein Nestball? Ein Ball, dessen Erfolgsquote besonders bei Pokémon mit niedrigen Leveln hoch sind. Ich weiß jetzt nicht, ob Level 15 noch so niedrig ist, aber ich probiere es mal. Sieht auf jeden Fall stylisch aus, der Pokéball. Und es ist gefangen. Oder? Ja. Alles gut. Fleck Leon auch gleich direkt wieder Level Up. Level 22. Wo geht das mit dem noch hin? Höchstes Level wird ja hoffentlich wieder Level 100 oder so sein. Das heißt, ich werde meine Freude haben. Blicken Menschen und Pokémon in das Licht, das aus den Löchern seines Kürbisses dringt, werden sie hypnotisiert und von Irbis kontrolliert. Das ist schon eine ziemlich krasse Eigenschaft. Und es ist ein Geist-Pokémon. Ich glaube, das nehme ich sogar in mein Team direkt auf. Statt Cortini. Weil Cortini ist ja, soweit ich weiß, nur Pflanze. Hm. Ja, komm, mach mal. Ich glaube, es wird uns noch ordentlich helfen. So, da glitzt es aber. Boah, das eine Pokémon ist so schnell und ich muss schon wieder kämpfen. Alter, aber bitte sei wenigstens stark dieses Mal, dann kann ich dich auch fangen. Level 16, okay, das ist sogar, ich glaube, ganz gut für den. Aber er darf immer als erstes angreifen, hat wohl eine höhere Initiative. Ja komm, einmal klapp's noch und dann probiere ich's. Hat aber immer nur Erstangriff, fällt mir ein. Schockwelle, es ist ein Elektro. Ach du liebe Neune. Okay, jetzt aber mal schnell, bevor es zu spät ist. Ich habe auch leider noch einen Superball. Okay, auf jeden Fall einkaufen nachher. Es bleibt auf jeden Fall drin. Ja, okay, bei dem Level sollte es auf jeden Fall gegeben sein. Gut. Fritzel Blitz... Blitz steht ja sogar im Namen, Markus. Hätte man denken können, dass es ein Elektro-Pokémon ist. Och, Mann, ey. Es speichert statische Elektrizität in seinem Fell. In Jahreszeiten mit trockener Luft sprüht sein ganzer Körper Funken. Und ist auch nur Elektro. Also kein Mischling oder sowas. Mischling, hä? Es hat keine zwei verschiedenen Typen. Gut, dann ab in die PC-Box damit. Elektro. Ja, bin ich eigentlich nicht so der Fan davon, außer von Pikachu, das ist klar, aber ansonsten kann ich mit Elektro nicht viel anfangen und ich glaube, eine Heilung würde es ganz gut tun. Zumindest ist Fleck Leon schon ordentlich angeschlagen. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein KP noch brauchen. Sonst erwartet mich noch irgendeine unerwartete Überraschung. Ja, ihr wisst natürlich, Evoli auch gleich. Ich würde Evoli auch gleich liebend gern mit den Leveln ein bisschen pushen, indem ich jetzt direkt... Wo habe ich denn das? Hier. Eine geringe Menge, eine sehr geringe Menge. Ja, okay, ich verwende das gleich mal. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, okay, 800. Gering ist das jetzt nicht unbedingt. So, Kulleraugen. Okay, das hört sich nach so einer Ding... ist eine Feenattacke. Bei diesen Erstschlagattacke erobert der Anwender das Herz des Zieles, indem es mit den Kulleraugen ansieht und senkt dabei dessen Angriffswert. Könnte man theoretisch statt Routenschlag... Alter, was sind denn das für schlechte Attacken? Ruckzuckhieb, Sandwich... Das sind alles nur solche... Nur mit Ruckzuckhieb kann es angreifen derzeit. Das ist schon etwas schlecht. Sorry. Ja, okay, Routenschlag auf... Nee, warte, Routenschlag halt mal noch.
Erstmal Heuler ersetzen. Ich könnte auch kurz mal gucken, ob es vielleicht irgendwelche speziellen TMs gibt, die ich eventuell daran anwenden könnte. Sternschauer, das kann ja, glaube ich. Ja, Evoli könnte das. Gut. Sternschau hat das Evoli auch in der Pokémon X Anime, das heißt, auf jeden Fall gleich direkt anwenden. Und wir ersetzen es statt Routenschlag. Kann ich das mehrfach einsetzen oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Wartet mal. Doch, ist unbegrenzt, okay. Die Begrenzung hat offenbar nur Schlagbohrer. Nice. Und da kommt... Ey, da musst du so schnell reagieren, das geht ja fast gar nicht. Na gut. Aber mit Voldin bekanntes Pokémon. Einmal Aquavella und dann müsste das Ganze schon geregelt sein. Hallo, ich will heute noch den Orden holen, hallo? Das ist mir echt wichtig. Ich will die Folge eigentlich nicht beenden, nicht solange ich den Orden habe. Ich habe auch schon wieder den Arena-Leiter vergessen. Das war, ich glaube, das war dieser Pharma-Typ oder so. Ja, hier ist auch wieder alles voll mit diesen Vieren. Da ist ein Pokéball. Spitzer Schnabel, ein Item zum Tragen. Ein langer, scharfer Schnabel verstärkt Attacken von Typ Flug. Habe ich gerade einen Typ Flug bei mir? Da wäre eine Angel wieder nötig. Na komm, machen wir gleich mal. Kommt wieder ein Carpator raus, bitte. Let's go. Carpator, ich weiß es. Natürlich ist es ein Carpator. Kannst nicht ein Garados mal werden, ey. Welches Level hat's denn? Ja, super. Na gut, dann einmal Klaps. Okay, zieht jetzt leider nicht allzu viel ab. Habe ich einen Carpator schon gefangen? Ich glaube nicht, oder? Also ich kann mir auf jeden Fall Zeit lassen beim Besiegen. Das ist auf jeden Fall klar. Oh nein, es setzt Platsch ein. Jetzt bin ich gemeiert. Ja, ich kann... Oh Gott, ich bin gleich direkt down gegangen. Habt ihr das gesehen? Und er schätzt trotzdem niemals einen Carpator. Ich meine, beim Dynamax-Kampf damals hat es mich auch überrascht, als das auf einmal, wie ist das, Aquavelle oder so eingesetzt hat. Ich dachte mir so, hä, wann kann es das denn? Kommt natürlich auf den Trainer drauf an. So, da ist wieder so ein Kind mit einem Pokémon-Ding, da ist ein Trainer. Ja komm, kämpfen wir, los. Seit gut 50 Jahren trainiere ich jetzt schon Pokémon. Na, willst du dir ein Bild von den Früchten meiner Arbeit machen? 50 Jahre? The fuck? Du siehst mir halt nicht wie 50 aus, sorry. Und es setzt Fritzerblitz ein. Boah, ich komm. Wie oft werden wir das heute noch sehen? Lassen wir uns überraschen. Einmal Aquaknarre. Und es reicht tatsächlich für den One-Hit. Komm, deine nächste geheime Waffe. Loturzel. Ein Wasser-Pokémon. Habe ich jetzt was Pflanze? Ich glaube, war nicht. Ja, genau. Dann setzen wir das gleich mal ein. Einmal Rasierblatt und das müsste sofort One-Hit sein. Loturzel, schön, dass das im Spiel gibt. Boah, da denke ich auch schon wieder an erstes an das Anime. Wirklich, also, welche Staffel war denn das? Staffel 6 oder 5? Wo sich Rocko so ein Loturzel geholt hat. Alter. Ich habe das Loturzel damals so gefeiert. Und aus irgendeinem Grund hat es überlebt. Ich dachte eigentlich, dass Loturzel Wasser wäre. Eigentlich sollte es doch One-Hit sein. Aber gut, okay, dann halt nicht. Und ich werde einfach mal Schattenstoß einsetzen. Vielleicht beendet es das ja. Really? Absorber, das auch noch! Ja, okay, juckt mich glücklicherweise nicht. Mann, ey. Ihr bist jetzt noch ein bisschen schwach. In dem Fall. Was hat es jetzt? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich habe mich gerade so siegessicher gesehen. Na gut, dann kommen wir hier offenbar nicht weiter. Er wird wahrscheinlich wieder... Ne, er setzt diesmal nicht ein. Aber gut, dafür hat sich das Ganze jetzt erledigt. Ey, der nervt gerade voll. Und Evoli ist wieder Level up. Gut. Aber der Kerl ist besiegt.
kann es echt sein, dass wir heute keinen Orden schnappen, weil ich einfach zu langsam bin? Warte, ich schau nochmal. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die ich noch hätte. Die eine wäre, dass ich jetzt einfach runterlaufe und zum Orden gehe. Und dann später nochmal zurückkehre. Und das tue ich jetzt, glaube ich, auch. Nein! Och, bitte nicht! Ich habe keinen Bock auf Dialoge. Wolli, wo bleibst du wohl hier? Hier geblieben. Wolli! Wo ist er da, Hopp? Nee, was? Oh, lol! Das ist gar nicht Hopp. Ah ja, stimmt, da wäre schon der Name links oben gestanden. Hoppala. Das ist der Arenaleiter. Wolli ist mit dir zusammengestoßen und stehen geblieben. Mhm. Oh je, ist alles in Ordnung? Das hat einen ganz schönen Knall gegeben. Hey, warte mal, du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Ja, bin ich. Wusste ich's doch, ich habe dich bei der Eröffnungszeremonie gesehen. Mein Name ist Yaro, so hieß der Kerl. Also ich wusste, dass der Pharma-Typ war, aber nicht mehr, wie er hieß. Ich bin einer der Arena-Leiter und mein Spezialgebiet sind Pflanzen-Pokémon. Das heißt, du bist auf jeden Fall nicht One-Hit, weil Wasser ist gegen Pflanzen nicht so effektiv, ich Vollidiot. Ich muss sagen, auf dich bin ich schon besonders gespannt. Schließlich trifft man nicht alle Tage auf einen Trainer mit einer Empfehlung vom Champ. Du findest mein Stadion, wenn du der Route noch ein Stück weiter in die Richtung folgst. Na gut. Dann machen wir das. Aber vorher muss ich mich erstmal heilen beim Pokémon-Ding. Beim Pokémon-Stop. Und ich sollte mir auch überlegen, welches Pokémon ich als erstes in Kampf schicke. Also Pflanze. Wüsste. Da ist er. Ich wusste, er kommt noch, der Kollege. Ach, hallihallo, Hopp. Hey Markus, schau mal. Das Arena-Stadion von Turfield. Wir sind da. Aha, alles klar. Arena-Leiter Yaro ist zwar wieder zurück, aber die anderen Challenger waren schneller als wir. Sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis am Arena-Stadion etwas weniger Andrang ist. Also ich sehe da jetzt keine Menschenseele. Aber okay. Ach übrigens, Sanir hat nach dir gesucht. Sie will dich was fragen, Markus. Mich hat sie auch schon damit genervt, aber ich habe nicht ganz geschnallt, was sie von mir wollte. Du solltest sie auf dem Hügel finden. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, dann wirf einfach einen Blick auf deine Karte. Mann, ich will endlich kämpfen. Wirklich. Da ist sie ja schon. Hey, das ist doch Sanir. Sanirs Voldi. Am besten folgst du ihm einfach. Es ist der geborene Wegweiser. Aha. Trotzdem will ich vorher noch mich kurz heilen. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Und vor allem auch ein bisschen einkaufen und sowas. Okay, also das, was ich am Anfang erwähnt habe, muss ich, glaube ich, zurücknehmen. Ich glaube, es wird nichts mehr mit der Arena. Na gut. Ich gebe euch auch schon mal die Pokémon auch in die richtige Reihenfolge. Also, ich werde höchstwahrscheinlich mit Pampam anfangen. Würde ich jetzt meinen. Deswegen einmal dahin. Und ja, schauen wir dann eben. Was hast denn du für mich? Pokéball. Kann ich hier bitte Superbälle kaufen? Ey, Junge, nicht dein Ernst. Ja, Beleber hätte ich halt nur 4, aber habe ich auch alles genug. Tränke habe ich auch zu viele. Mann, wo sind denn die Leute, die endlich mal die krasseren Items verkaufen? So, was hat der nochmal? Ich bin Ansprechpartner. Ah, okay. Passt schon. Passt schon, das brauche ich dabei noch nicht. Also, wo ist das Ding hingelaufen? Ach komm, was passiert, wenn ich jetzt hinlaufe, wirklich? Ach so, das wurde noch nicht angezeigt, okay. Ich vermute, wir müssen echt wirklich zuerst zu Sanir. Mann, wirklich jetzt. Ich will nicht. Okay. Ich frag mal die, was die da vielleicht zu sagen haben. Hast du schon den grandiosen Ausblick vom Hügel genossen? Der ist einfach atemberaubend. Und wenn du ihn schon gesehen hast, genießt du ihn am besten gleich nochmal. Ja gut. Ich laufe einfach mal hoch. Da ist auch noch ein Reisender. Wartet mal. Ich habe die Geoglyphe zwar fotografiert, aber das kommt niemals an das Original heran. Naja, zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, um mich daran zu erinnern. Wie besonders es war, diesen Ort in Natura zu sehen. Ja, ist er stolz drauf. So, das sind einfach nur ein paar Steine. Ja, moin.
Du findest drei Kapseln X-Angriff. Oh Mann, mit denen konnte ich nie was anfangen. Ich habe die nie verwendet in keinem Pokémon-Spiel. Ich suche trotzdem nochmal alles ab. Da steht... Oh, da glitzert's. Bitte was Vernünftiges. Einmal Blattstein! Nice! Das finde ich cool. Dieses rätselhaften Steingebilde. Wurden sie von Menschenhand geschaffen oder doch eher von Pokémon? I don't know. Und da oben wartet's an ihr. Danke, Voldi. Voll. Super, dass du extra vorbeigekommen bist. Ich brauche hier mal deine Meinung. The fuck? Was ist das denn? Siehst du diese Figuren da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnungen nennt man Geoglyphe. Was glaubst du, was das darstellen soll? Gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, das Dynamax-Phänomen. Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Das könnte ein Dynamax-maximiertes Pokémon sein. Aber die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mal wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solch eine präzise Abbildung davon zu erstellen. Naja, man fragt sich auch heute noch, was die Geschichte von früher alles schon erfunden hat, also bitte. Ich würde mal sagen, die Menschen von früher waren schlauer als wir heute. Ist jetzt mal meine Meinung dazu. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Gala und gigantische Pokémon begannen, in der Region zu wüten. Die Leute nannten den Wirbel Finstere Nacht. Ich habe mich genau vertan, ernsthaft? 50-50 Chancen, ich habe das Falsche genommen. Was mag das wohl gewesen sein? Was hatte der Wirbel mit dem Dynamax-Phänomen zu tun? Fragen über Fragen. Und wie es aussieht, ist es mein Job, Antworten auf sie zu finden. Seufz. So viel Arbeit, nur weil mir meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier nimm als Dankeschön diese Liga-Karte. Du hältst die Liga-Karte von Yaro. Okay, nice. Yaro, der Arena-Leiter von Turfield, ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuer, Käfer und Flugattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv. Falls du das noch nicht wusstest. Oh, nimm die hier mit, falls dein Pokémon den Kampf gegen Yaro schlapp machen sollten. Okay, das heißt, mein Plan, dass ich mit Kampf-Pokémon reingehe, ist schon mal damit hinüber. Also Feuer war mir eh klar. Käfer. Und, was war das andere jetzt? Flug. Muss ich kurz mal gucken, welche Typen ich habe. Also Pampam ist Kampf, kann ich vergessen. Grabbit ist... Normal am Boden, kann ich ebenfalls knicken. Fleckleon sowieso, der ist Wasser. Ah, nicht bewegen, ich will einen Bericht haben. Statusbericht, bitte. Gift und Unlicht bringt mir genauso wenig. Ach, come on, wirklich jetzt? Jetzt muss ich ernsthaft eintauschen. Normal. Und was haben wir noch? Geist und Pflanze. Okay, gut. Das heißt, ich muss jetzt mal kurz auf die Kräfte gucken, die ich sonst noch so habe. Ich meine, ich könnte es natürlich riskieren, einfach angreifen, aber das ist halt schon eine selten dämliche Idee. Schauen wir mal. Also, wir haben einen Waldribe, brauchen wir nicht. Duselkur auch nicht. Okay, das ist gar nichts für uns. Ninkada ist Käfer, soweit ich weiß, oder? Exactly, gut. Dann Ninkada ist auch Level 17. Das könnten wir gebrauchen. Cotini ist nur Pflanze. Bei dem weiß ich es auch noch nicht. Ah, der war Elektro, soweit ich weiß, genau. Okay, dann bringt bei Pflanzen schon mal gar nichts, weil Pflanzen-Pokémon leiten, soweit ich weiß, den Strom, den sie da bekommen, in die Energie in den Boden um. So in etwa. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. So, Micro ist Flug. Ja, das heißt, es bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. Ich muss, sehr wohl. Derweil auf Irbis und auf... Einen Augenblick. Hehehe, ich wollte nicht rausgehen. Das war unfair. Wo haben wir das? Ninkada. Den werde ich statt Grabbit fürs erste Mal. Ich sollte mich, glaube ich, generell mal neu formatieren, aber... Ich bin halt mit denen, die ich bisher habe, sehr zufrieden. Vielleicht sollte ich die Stärkere mal austauschen, das wäre auch möglich. Da wartet schon wieder Hopp, ich könnte heulen. Ich habe den Pflanzen... Hört, der hat währenddessen gekämpft? Was ist denn das für ein Vogel?
Der sagt so, da ist so viel Ansturm. Und innerhalb von einer Binnenminute, wo ich mit Sania labere, schlägt er das einfach. Was ich damit meine, das wirst du gleich sehen. Okay. Ach, scheiße, jetzt habe ich nicht gelesen. Keine Angst, du punkst es bestimmt auch. Du bist schließlich mein Rivale. Okay, wenn es Hopp schafft, der Mulz, dann werden wir es recht schaffen. Mann, aber der hat einen Hoppler, das ist ein Witz. Was bist du für ein Kollege? Hey, ich bin's Balduin. Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich hier einen ganz tollen Ball für dich. Was? Einen Freundesball? Ein besonderer Ball, der die Sympathie von gefangenen Pokémon sofort ansteigen lässt. Ah, okay. Ich dachte, das wäre immer ein anderer... Hey, war das nicht früher mein Luxusball, der was das gemacht hat? Na gut. Ah, ein Arena-Challenger. Willkommen. Lass dich erstmal den grundsätzlichen Ablauf der Arena-Challenge erklären. Das Ziel der Arena-Challenge besteht darin, die verschiedenen Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Leiter zu besiegen. Von jedem Arena-Leiter, den du besiegst, erhältst du einen von insgesamt 8 Arena-Orden. Okay, es ist alles so geblieben wie immer. Möchtest du dich gleich an der Arena-Mission versuchen? Auf jeden Fall. Gut, dann sollte... Ah ja, stimmt, verdammt. Erstmal umziehen wäre natürlich nicht schlecht und da ist auch ein Laden wieder. Ich hoffe, der hat dann wenigstens endlich Supertränke und sowas. Für alle, die sich noch immer fragen sollten, warum ich die Nummer 19 genommen habe, das ist mein Alter, mein aktuelles, wo ich das jetzt aufnehme. Ja, okay, bis zum Ende des Let's Plays bleibt das auch mein Alter, ich bin noch nicht so lange 19. Okay. Och nee, das habe ich wieder komplett vergessen, es gibt ja wieder diese... Ah Gott! Man muss ja zuvor wieder kämpfen gegen solche Leute. Wie jedes Mal. Die Mission, die der Arena-Leiter von Turfield für Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockigen Volley zu dieser Heuballwand zu treiben. Alles klar. Das ist wie so ein Mario-Party-Minigame, was es mal gab, glaube ich. Oder ne, ja, aber mit Pinguin, da kann ich mich noch erinnern, welches Spiel war denn das? War das sogar Super Mario Party vielleicht? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Stuart lautet mein Name. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun, dann möge die Arena-Mission beginnen. Ja gut, und weil wir halt noch nicht... Okay, es hat gepfiffen. Okay, Leute, ich würde sagen, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und ciao, Leute.